Ich führe jetzt meine Ziffer ein. Ich sag, 1 ist Sigma von 0. Ja, das ist praktisch. 1 ist Sigma von 0, braucht man manchmal. So. Und jetzt kann man mit Hilfe der Axiome, die wir haben, oder Definition, auch neues Wissen generieren. Ja? Neues Wissen generieren dadurch, dass man eine Aussage, eine Vermutung hat und die beweist. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man zum Beispiel eine Vermutung mal beweist. Wir vermuten oder zu zeigen, n oder für alle natürlichen Zahlen gilt n plus 1 ist gleich Sigma von n. Wussten wir ja schon die ganze Zeit. Nein, wussten wir nicht. Wir wussten nämlich bislang nicht, was die 1 ist. Ja? Wir haben immer nur über 0 und Nachfolger gesprochen und jetzt führen wir mal ein neues Symbol ein, die 1, und sagen, aha, wenn n plus 1, das ist gleich Sigma von n. So. Und jetzt beweisen wir das. Ja? Nein, das ist ein Doppelpunkt. So, ja, genau. Für alle n vom Typ natürliche Zahl gilt, n plus 1 ist gleich Sigma von n. So, wie beweist man das? Man beginnt auf der einen Seite und formt so lange unter Verwendung von Axiomen, Definitionsteilen und so weiter um, bis man auf der rechten Seite rauskommt. Das führe ich mal vor. So, man sagt zunächst mal, dass für alle n gelten sollen, man wählt sich mal irgendeins aus. Sei n fest, man hält es also die ganze Zeit konstant, aber beliebig, es soll irgendeins sein. Ja? Manchmal kürzt man das ja auch ab mit FAB. Sei n fest, aber beliebig. Ich wähle mir irgendeins aus, halte es konstant die ganze Zeit durch, aber am Anfang war es beliebig. Das heißt, wenn ich dann was bewiesen habe, da das n beliebig war, habe ich es für alle bewiesen. N plus 1 ist gleich. So. Was kann ich jetzt anwenden? Mal gucken. Ad 1 kann ich nicht anwenden, da steht rechts nur 0. Ad 2 kann ich nicht anwenden, da müsste ein Sigma stehen. Na, vielleicht kann ich 1 anwenden. Ja, da steht ja 1 ist gleich Sigma von 0. Also, wenn ich jetzt hier oben die Definition der 1 anwende, kann ich das hier ersetzen durch N plus Sigma von 0. Ja? Ich habe die 1 durch Sigma von 0 ersetzt. So. Gut, jetzt gucken wir, was kann man weiter anwenden. Ah ja, jetzt kann man das A2 anwenden. Ne? Das ist nämlich genau das gleiche Muster. Irgendwas plus Sigma von irgendwas steht auch da. Irgendwas plus Sigma von irgendwas. Also, was muss ich machen? Ich muss das Sigma nach vorne holen. Und dann steht hier Sigma von n plus 0. Ja? Wenn Sie das hier ersetzen, in dem Fall ist m... Das n hier ist dieses m und die 0 ist das n. Ne? Und jetzt ersetze ich diesen Teil durch diesen Term, indem ich Textersetzung mache und einfach umforme. Und dann habe ich hier mit A2 das dann da stehen. So. Gut. Jetzt kann ich Ad1 anwenden, nämlich auf den inneren Teil. Da steht n plus 0, steht ja hier innen drin. Und dann kann ich das ersetzen. Haben wir mal hier hin. Durch n. N plus 0 ist ja gleich n, sagt Ad1. So. Fertig. Bewiesen, ne? N plus 1 ist gleich Sigma von n. Das ist gleich dem, ist gleich dem, ist gleich dem. So. Immer schön Schritt für Schritt für Schritt. Und in jedem Schritt überlegt, was wende ich gerade an. Ja? Man darf nicht einfach irgendwas machen. Wir wissen nicht so viel. Aber... In jedem Schritt habe ich genau das angewendet, was ich bereits wusste. Und genauso funktioniert im Prinzip Mathematik, wenn man sie axiomatisch betreibt. Man hat bestimmte Axiomen, Definitionen und dann wendet man die an und generiert einen neuen Satz. Der ist bewiesen, QED, quod erat demonstrandum, ja. Und der kann wieder verwendet werden im nächsten Durchgang und so weiter und so weiter. Ja, für nächste Beweise, sodass sich das Wissen immer mehr anhäuft.